Heute sind wir wieder auf dem Dach, weil wir die Solarpanels vorbereiten. Heißt, wir wollen die heute noch gar nicht draufschrauben, aber schauen, wo wir Halterungen dran schrauben müssen. Weil Kleben kommt bei dem Dach sowieso nicht in Frage. Und weil das hier alles schief und krumm ist, müssen wir wirklich für jedes Panel einzeln genau anzeichnen, wo jetzt die Halterungen hinkommen. Für die Innenseiten hier haben wir vorgesehen, solche mit Alu-Leisten zu verwenden, also die aufs Dach und hier das Solarpanel dran. Und weil die hier für außen etwas zu klein an sich sind, hier wird es zu eng, wenn wir die jetzt noch ein bisschen anheben wollen, haben wir da noch da unten noch Winkel selbst vorbereitet. Wichtig bei Solarpanels ist, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, die eben auch ein bisschen anzuheben, also dass die eben nicht plan auf dem Dach aufliegen, damit eben auch Luft runter kann, weil wenn die sich erhitzen, dann sinkt entsprechend die Leistung. Deswegen sollte da immer ein bisschen Luft runter können. Das muss jetzt hier genau angehalten werden, diese Individual. Vor 2 Tagen haben wir jetzt die Vorbereitung gemacht. Heute
wird's ernst. Wir schrauben also die Panels drauf. Wir haben jetzt schon die ganzen Schläuche, also die ganzen Kabel von den Solarpanels vorbereitet mit Marderschutzschläuchen. Und ja, jetzt geht's dann ins Draufschrauben. Schrauben sage ich jetzt nochmal warum. Weil wir hier eine ganz lustige Dachform haben. Also mit sehr, sehr wenigen Auflagepunkten. Deswegen kann man hier also nichts großartig kleben. Das wäre zu riskant, dass das nicht hält. Und deswegen schrauben wir das mit ein paar Schrauben fest. Dichten das ab mit einem Karosseriekleber, der also gleichzeitig klebt und noch abdichtet. Wir haben jetzt schon Kabel verlegt, die ersten, also alles was so in, auf dieser Fahrzeughälfte ist, ist mehr oder weniger schon verkabelt. Die kommen alle durch den Laderaum hier hinten an. Es schaut momentan noch etwas chaotisch aus, ist aber tatsächlich alles noch nachvollziehbar, da wir die alle nummeriert haben. Hier oben auf dieses Brett soll die komplette Elektroinstallation, also Akkus und Sicherungen und Verteilung und alles. Deswegen müssen wir jetzt die Kabel noch durch die beiden Öffnungen hier nach oben durchführen, dass wir dann hier mit der Verkabelung weitermachen können.
Lesson 1. Tuschleife Winkel. That's a Winkel. And here we have a Winkelschleifer. Now we schleife Winkel. Vielleicht noch ein Schlusswort. Rettet die Wale.